Wie produziert man einen Haustrack? In diesem Video verrate ich euch meine vier wichtigsten Tipps. Nummer 1. Hol dir einen der besten DJs Deutschlands im Bereich Hausmusik. Steffen Haning war bis vor kurzem ein Teil des erfolgreichsten DJ-Duos Milk and Sugar. Er produzierte Hits wie Let the Sunshine, Hey Na Na Na, Love is in the Air und viele mehr. Mit ihm habe ich begonnen, live auf Twitch einen neuen House-Track zu produzieren und ihr konntet live dabei sein und eure Ideen und Anregungen dazu beisteuern. Nummer 2. Hol dir einer der besten Sängerinnen und Songwriterinnen Deutschlands. Alexandra Prinz sang im Studio für Acts wie Samy Deluxe und Fettes Brot. Sie schrieb Songs für die No Angels und das Label Deep Dish. Zusammen mit Steffen und mir werden wir eine Gesangsmelodie komponieren, texten und Alexandra wird diese einsingen und zwar live auf Twitch. Nummer 3. Zwei Produzenten sind nicht genug. Hol dir die beste und größte Produzenten-Community Deutschlands. Und das seid ihr. Ich möchte euch einladen, am Dienstag um 19.30 Uhr auf Twitch zu gehen, dort nach mir, also Thomas Foster, zu suchen. Und dann landet ihr schon auf meinem Twitch-Channel Thomas Foster Music. Um zuzuschauen, braucht ihr keinen Account anzulegen, aber wenn ihr euch die 5 Minuten Zeit nehmt, um einen Account anzulegen, könnt ihr auch Kommentare schreiben, also Fragen stellen, Anregungen geben, ja quasi ein Teil der Produktion sein. Und Nummer 4. Hol dir die größte und wahrscheinlich beste Sound Library der Welt. Wie Native Instruments unsere für Dienstag geplante Aktion mitbekommen haben, haben sie uns ein Complete 13 zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Ja, ihr habt richtig gehört. Wenn ihr am Dienstag von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr dabei seid, habt ihr die Möglichkeit, ein Complete 13 von Native Instruments zu gewinnen. Und das sind sie auch schon, meine Top 4 Tipps, wie man einen House-Track produziert. Dienstag, 19.30 Uhr, live auf meinem Twitch-Channel Thomas Foster Music. Bis dahin, immer kreativ bleiben. Cheers!